Guten Tag. Ja, guten Tag, Schattenstella hier. Wir sind wieder da. Der sinnliche Emilio hier links unten, da, ne? Da ist der sinnliche Emilio da und die Schattenstella auch am Start. Wir sind jetzt endlich, natürlich im Hardcore-Modus, klare Sache, Folge 1, Schwierigkeitsgrad, Hölle. So, es geht weiter. Ich habe gewartet und gehofft, dass der Patch 2.4 mit diesen ganzen Änderungen kommt und dass ich die Hölle mit diesem Patch spielen kann. Aber, nee, gibt's nicht. Guten Tag, Marie, warte mal. Gibt's nicht, ne? Also aktuell, ne, wir schreiben gerade hier den 27. Januar, da könnt ihr jetzt mal vergleichen, wenn ich aufnehme. Heute habe ich ein bisschen Zeit, also werde ich auch aufnehmen. Und zwar Diablo 2. Ich habe so lange gewartet. Super, super, super lange. Aktuell läuft noch hier Schwierigkeitsgrad Albtraum, ja, richtig. Und jetzt habe ich einfach Zeit und ich will endlich spielen, ne? Ich habe voll Bock drauf. Ich will jetzt einfach mal hier reinhauen. Also gut, wir starten, aber bevor wir jetzt einfach loslegen und dann, ne, müssen wir uns ja den Charakter anschauen, müssen wir uns ja die Items anschauen und mal gucken, was ist denn überhaupt passiert in der letzten Zeit. Denn es ist natürlich was passiert. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen hier den Baal und die Andariel, vor allem die Andariel habe ich gegrindet. Aber, ne, jetzt, großes Aber, wir schalten mal auf den Browser. Oh, da ist er ja. So, der Browser, ne, da kennen wir, das wollte ich euch zeigen, ne? Aktuelle News, PTR Balance Patch 2.4 für Diablo 2. Für alle, die es nicht wissen, das wird kommen. Und das ist eine Bombe, denn das Ding behebt keine Bugs. Also behebt schon Bugs, aber behebt nicht nur Bugs, sondern ich scroll mal runter. Zieht euch das rein, ne? Änderungen an Klassen. Amazone, ne, schaut mal wie viel auch, Assassine, schaut mal auch wie viel und so weiter und so fort. Ihr seht das ja, ne, es hört ja einfach nicht auf. Wo sind wir jetzt gerade? Beim Paladin. Auch bei ihm ändert sich und, mega, sogar die Söldner bekommen einen Overhaul, wie man sagt, ne, und auch Runenwörter gibt es neu und alles, ne, also der Wahnsinn. Auch hier, die neuen Runenwörter. Pest, Prasseln, unbeugsamer Wille, Weisheit, Besessenheit, Flamme, ne? Nebel. So, geile Sache. Also, zieht euch das rein. Ich werde das jetzt hier nicht irgendwie vorlesen oder so, ne? Dann wird das Video eine Stunde dauern. Zieht euch das rein. Es kommen coole Zeiten, denn dieser Patch bringt dann wieder eine neue Meta mit sich. Ne, ihr kennt das ja, ne? Jeder kennt es. Diablo seit 100 Jahren schon irgendwie da. Zig Seiten, die jetzt schon die besten Skills und Trees und was auch immer schon aufgezeichnet haben. Man muss es nur kopieren und so spielen und alles ist gut. Aber mit diesem Patch werden dann neue Regeln geschrieben und dann gibt es wieder eine neue Meta. Coole Sache, muss man ausprobieren. Aber wir machen es jetzt aktuell natürlich nicht, weil der Patch noch nicht da ist. So, jetzt hier, Barif, seid gegrüßt. Ein bisschen hier schneller, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich hier mit Akara und so weiter rede. Nicht hier. Oh, ich habe ja auch meine Steuerung habe ich geändert. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Quest, den Questlog anmacht. Wartet mal. Was haben wir denn hier? Questlog. Ach, Umschalt-Q. Klare Sache. Früher war es ja Q. Also, nee, erstmal so. Wir sind Level 78, ne? Level 78 ist Stärke, ja, ne? Das kennen wir wie alles sonst in Vitalität. Und zieht euch mal hier meine Widerstände rein. Mager, ne? So, aber nicht rot. Was ja cool ist, aber das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Dann haben wir hier. So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Da, 241 Magic Find. Das zeige ich euch, ne? Ich habe das jetzt einfach mal, ich muss auch sagen, es war jetzt nicht so gewollt, dass ich Magic Find so viel habe. Aber es ist einfach passiert. Und wie ist es passiert? Einfach für euch, falls ihr auch irgendwie Items sucht für Magic Find. Und ja, dann sage ich euch, wo ich das bekommen habe. Also Spirit, ne? Geist, kennen wir, braucht man nicht hier zu sagen, ne? Zu erzählen hier, was da läuft. Das kennen wir auch, ne? Wie die verzierte Maske, wo ich meine
meine Topase drin habe. Der Schutz, der Punktschild, den kennen wir, das ist für die Widerstände. Dann haben wir natürlich Vidalas Schlinge mit den Boots. Ja, da gibt es auch für 50% Magic Find. Das ist auch nicht so mega, mega. Dann haben wir hier Haut des Vipernmagiers. Habe ich gefunden. Auch hier alle Widerstände 27, 1 zu allen Fertigkeiten habe ich bei Andariel Albtraum bekommen. So, dann Wächter treu. Auch hier ne, 29% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Habe ich auch gefunden. Auch das ist hier zum Beispiel ein Magic Find. Gier für mich, ne? 29%. So, haben wir dann hier auch was? Genau, hier. Goldträger. Zieht euch das mal rein. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit vor allem. Ist ja eine richtig coole Sache, auch für die Assassine. Extra Gold und 30% Magic Find. Und jetzt geht's weiter. Nagelring. Oder wie die Amerikaner sagen, Nagel Ring, ja. Der Nagelring mit 25% bessere Chance. Also hier auch wieder Magic Find. Und hier auch nochmal der Nagelring mit 30%. Also das variiert. Und die beiden, oder beziehungsweise alles hier, ne, was man sieht, hier, die ganze Plunder hier, habe ich bei Andariel Schwierigkeitsgrad Albtraum gefunden. Nur so zur Info. 4 Nagelringe habe ich bekommen in der Zeit. 4 Stück. Die haben so häufig gedroppt, das ist der Wahnsinn. 4 Stück, ich habe 2 verkauft, weil die waren irgendwie 22%, 23% und so weiter. Ne? Also, einfach nur mal für euch, das ist jetzt mein Magic Find Gear gewesen und ist es immer noch. Und ich habe da einfach ein bisschen Andariel und Baal gefarmt. Mehr Andariel, muss ich sagen, als Baal. Aber ebenso ist das nun mal. So, was wir jetzt machen natürlich, wir müssen jetzt hier das ganze Zeug abgeben oder wir versuchen es mal. Ich sag mal, wir versuchen es mal. Wir machen ja jetzt keinen Players 8. Wir spielen jetzt ganz normal, denn es ist die Hölle, ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt zeige ich einfach mal ein paar Sachen, die ich mal gefunden habe. Das ist jetzt nicht mega cool, mega geil, ne? Ich will es einfach mal zeigen. Einfach so aus Nostalgie, der Zugzappel, ne? Paladin, ihr erinnert euch, ne? Auch das hier, glaube ich, bei der Andariel gefunden. Das hat man lange mit dem Betbruder. Dann schauen wir mal hier. Tal Raschas Urteil, das wollte ich euch auch zeigen. Wie geil ist bitte das verdammte Ding? Oder? Kann mir keiner sagen, dass es nicht gut ist, ne? 2 zu Zauberinnenfertigkeiten, 50 Leben, 42 Mana und Blitzwiderstand. Ist schon geil für so ein Amulett. Muss man unterschreiben. Das kennen wir. Das werden wir wahrscheinlich auch verwenden wegen des Feuerwiderstandes. Hier so Mana-Heilung und so weiter. Nicht so geil. Puh, das haben wir jetzt doppelt, ne? Das habe ich jetzt doppelt. Hier auch wieder bessere Chance Gegenstand, also Magic Find, ne? Das kennen wir alles. Nicht so toll, ne? Alles hier. Habe ich da irgendwas Interessantes? Ja, nee, ne? So, das ist alles, ja, das ist alles gelb, ne? Das ist nicht so toll. Und hier jede Menge so Widerstandszeug. Einfach, falls ich es brauche, dann kann ich es einfach verwenden, ne? um Lücken zu schließen. So, dann habe ich hier zum Beispiel was gefunden wie Zahnreihe, ne? 40% offene Wunden, bla bla bla. Nee, aber mir ging es einfach um die Verteidigung. Fand ich einfach cool, will ich mal zeigen, ne? Ist aber nicht so geil. Einfach mal zeigen. Dann hier, Geisterschmiede habe ich auch bekommen. Auch hier, 430 Verteidigung, 100 zu Leben, ne? Und noch gesockelt. Also man könnte jetzt noch mit Sockeln irgendwie noch boostern. Dann habe ich hier so ein goldenes Ding bekommen mit 2 Sockeln. Da habe ich einfach so 2 Juwele reingeknallt, ne? Und mit dem Ding würde unser Emilio viel mehr Schaden machen. Ihr seht es, 25 zu Max Schaden. So, dann haben wir hier den Geisterschleier. Na, können wir mal gucken hier. Vampirmagier, Geisterschleier. Was ist besser? Was ist besser? Na, hängt davon ab, das Ding hier, der Geisterschleier, hat Einfrieren nicht möglich. Situationsabhängig. Ne? Also das ist eine nette Sache, die wir vielleicht verwenden werden in speziellen Situationen. Dann auch hier das hier. Ne? Ist einfach so ein random Item. 2 zu Bogen- und Armbrustfertigkeiten. Finde ich nice. Ne? Ist natürlich für die Amazone, aber fände ich jetzt auch nice. Dann hier auch ein Reif, ne? 2 zu Kampffertigkeiten. Sowas hätte ich gerne auch für die Assassine. Also das, wie ihr merkt schon, ne? Das brauchen wir alles nicht. Ich wollte es einfach mal zeigen. Dann hier einfach so
Honorable Mentions, wie man sagt. 50% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, ne? Bewegungsgeschwindigkeit, seht ihr hier schon mal, ne? Vomir, finde ich eine coole Sache. Dann hier das Ding, ne? Spitze von Lazarus, Zauberinfertigkeiten, Kettenblitz, Blitzschlag, ach, fand ich auch so nett. Dann Hexenfeuer, 3 zu Feuerfertigkeiten, ne? 3 zu Feuerfertigkeiten. Und vor allem, ne, aber mit dem neuen Patch bekommt der Paladin jetzt mega Boost in Feuerfertigkeiten. Theoretisch würde er jetzt dadurch auch viel mehr Schaden machen, ne? Einfach so, by the way. Kältetod ist jetzt nicht ein geiles Item, aber ich finde einfach, das sieht so, dieses, ja, dieses Icon hier, ne? Finde ich voll geil. So eine schnuckelige kleine Axt, ne? Finde ich ganz scharf. Dann hier, 50% schnellere Zauberrate. What the fuck? Mega geil. So, 80, ja genau, das Ding. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt die Geschicklichkeit. Das Ding, 78, also basierend auf Charakterstufe, ne? Das wächst ja. 80% aktuell Magic Find. Mega, ne? Mega, so ein Magic Find-Ding. Mega geil, wie ich finde. Das könnte man eigentlich hier so equippen als Secondary mit einem Magic Find-Schild. Und dann, wenn man quasi dann ein Monster, also einen Boss tötet, einfach schnell mit, ne, mit dem Tick-Tick, ne, mit W bei mir in diesem Fall, einfach switchen und dann hat man plötzlich da Magic Find. Auch hier wollte ich einfach mal zeigen. Geile Sache. Dann haben wir hier Kulwindspitze. Auch hier alle Fertigkeiten. Lalala. Ne, ihr seht es ja. Höllenpest. Auch hier Feuerfertigkeiten. Das kennt ihr vielleicht. Hammer der Schmerzen. Ne? Ah. So schön. Klingt so schön. Ne? Dann der Häuptling. Ist jetzt nicht so toll. Wollte ich einfach mal zeigen. So. Und der Herzausreißer. Das haben wir da auch. Plus 4. Trank suchen, Gegenstand finden, grausiger Schutz und so weiter. Heieiei. Und jetzt kommt noch hier der Spaß. Das ist alles, was wir irgendwie verwenden können mit unserer Schattenstella. Ihr seht, ich habe die Bauernkrone gefunden. Es ist nicht, ne? Es ist nicht der Shaco, aber es ist die Bauernkrone. 1 zu allen Fertigkeiten. Das werden wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich verwenden. Dann hier zum Beispiel Natalias Totem. Hier haben wir Widerstände übrigens. Dann haben wir hier, ne? Nachtrauch. Zwar plus 8 Plätze, Gürtelgröße, aber das kann man updaten, ne? Dann hätten wir mehr. Alle Widerstände 10. Hm, nicht schlecht, ne? Dann haben wir hier, ne, Siege und Kämmer. Kennen wir das? Ich weiß gar nicht mehr, ist schon lange, sehr lange her. Das ist vielleicht auch nicht schlecht für eben den Paladin natürlich, aber auch hier Widerstände, Bewegungsgeschwindigkeit, Goblin 10, ne? Vernichtender Schlag, brauchen wir nicht. Ist aber eine coole Sache. Inferno-Sprung, ne? Bewegungsgeschwindigkeit, ihr seht es, mit Feuerwiderstand zum Beispiel. Dann haben wir hier, das kennen wir schon, glaube ich, und das kennen wir, glaube ich, auch. Ich bin mir nicht sicher. So, dann gehen wir hier weiter. Blutfaust. Auch hier Angriffsgeschwindigkeit, Giftschaden, was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht mehr. Vernichtender Schlag brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Ich wollte es einfach zeigen. Giftgriff und das war's. So. Benutzen wir jetzt alles nicht, ne? Interessiert uns nicht. Tun das mal hier rein. Wir gehen jetzt einfach mal und probieren. So. Ist schon wieder Nacht geworden. Ich habe so viel geredet. 14 Minuten. Eieiei. Also. Müssen wir hier irgendwie. Was braucht ihr? Repariere. Warte mal. Ja, ich muss auch ein bisschen reinkommen, ne? Lange nicht. Sie werden mich nie und nimmer kommen sehen. Das ist schon mal gut, dass sie dich nicht kommen sehen. Jetzt schauen wir mal. Oh ja, wir machen einen sehr angenehmen Schaden, ne? Also, wir machen sehr angenehmen Schaden. Ist ja auch noch hier, ne? Die alte Noob-Insel. Also nochmal. Wir sind in der Hölle. Das ist sozusagen der letzte Run. Und, ja, was sind meine Erwartungen? Das muss man sich ja... Oh, ich dachte, das ist ein Gegner. Das muss man sich jetzt auch fragen. Was sind jetzt meine Erwartungen? Was erwarte ich jetzt hier von dem Höllentrip? Und von dem Höllentrip erwarte ich am Anfang relativ, sagen wir mal, einen einfachen Durchgang. Man merkt es schon, ne? Hier, oh, Schattenschwert können wir mal mitnehmen. Können wir uns gleich anschauen. Einfachen Durchgang. Ich sehe jetzt da keine Probleme, ne? Ich sage jetzt nicht, oh ja, wir werden hier Probleme haben. Kapitel 2 würde ich sagen, ja, ja, ne? Sollte auch klappen.
Kapitel 3. Also bei dem dritten Kapitel, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, da erwarte ich mega, mega, mega Probleme. Ne? Und das liegt daran, dass im dritten Kapitel sehr viele Monster, normale Monster vor allem, Blitzwiderstand haben. Und Emilio, ne, der kriegt jetzt eine auf die Fresse, das ist ja auch der Wahnsinn. Schlachtenstab. Eieiei, so ein dickes Ding. Arcanas. Ja, genau. Das heißt, ne, wir müssen mal vorsichtig sein dann im dritten Kapitel. Aber man merkt hier auch, ja, das ist ja nicht so, dass die jetzt einfach, dass wir jetzt hier durchballern. Und schaut euch mal an, wir bekommen ja ordentlich Schaden, ne? So, was passiert denn hier? Was passiert hier? Auf jeden Fall muss ich auch ein bisschen aufpassen, ne? Wir spielen jetzt auf ganz normal. Stachelschild. So, was haben wir denn hier? Giftschrein. Okay, gehen wir weiter. Und ich hoffe einfach, dass ich dann auch Erfahrung mache, ne? Ja, das wird ein bisschen träge sein, ne? So. Und bei der Skillung habe ich auch nichts geändert. Wir sind hier auf Schattenstellar gegangen. Ich habe jetzt nicht mehr auf Schaden gepusht. Liegt einfach daran, dass ich die Schattenstellar tatsächlich brauche. Man merkt es auch jetzt vielleicht nicht so deutlich, aber man zum Beispiel, als ich jetzt gefarmt habe, vor allem wir sind ja im Hardcore, ne? Und da zählt Überleben und nicht irgendwie Killspeed meiner Meinung nach. Man kann es natürlich da treiben. Aber Killspeed ist da einfach wichtiger. Überleben ist wichtiger. sofort das Falsche gesagt. Und da ist die Schattenstellar super hilfreich. Ich habe jetzt gegen Andariel oder Baal, ne, da schickt man die Schattenstellar einfach an die Front. Und dann ist eigentlich alles fertig. Ne? Kehr du um. Erfahrungsschrein, nehmen wir mal mit. Nein, kehr du um. Also, tschüss. So, wo haben wir's? Da haben wir's. Wegpunkt, Jägerinnen. Schnell mal hier rüber. Akara. Guten Abend. Guten Abend, Akara. So, was haben wir denn hier, Akara? Ja, hier auch, ne? Seelenschinder. Das kann auch weg. Was haben wir hier? 5 zur Energie. Komm, alles weg. Hier, zack, zack. Das ist schon mal gut. Machen wir voll. Und natürlich ganz wichtig, das Ding auch nochmal schnell verkaufen. Wir brauchen ja nicht mal Geld, ne? Das ist ja auch so etwas. Also, weg da. Komm schon. Ah. So. So dunkel. Perfekt. Ja, man kennt's, ne? So dunkel. Im Dunkeln ist gut munkel, ne? Stella. Sagst du jedes Mal, ne? So dunkel. Also. Easy Preasy. Also ich freue mich schon auf den Patch. Ich habe auch gesehen, jetzt für die Assassine wurde, oh, das muss ich zeigen, wurde erstmal natürlich Kampfkünste wurde gebufft. Dann auch hier zum Beispiel auch Klingenwächter und so weiter. Also dieser physische Schaden wurde gebufft. Man kann jetzt, also wenn du jetzt auf den Blitzwächter schaust, na, dann siehst du auf dem Todeswächter Bonus. Und das gibt's nicht mehr, glaube ich. Das heißt, der Todeswächter erhöht den Blitzwächter nicht, aber dafür ist zum Beispiel der Bonus der anderen nicht mehr 12%, sondern 18%, also gleicht sich das aus. Man hat natürlich dann die 20 Punkte für was anderes. Man könnte dann eben was anderes skillen. Und die wollen ja genau das fördern, ne? Das ist ja das Coole. Im Dunkeln ist gut munkeln. So, weiter geht's.
So. Und ja, die Söldner wurden ja auch abgedatet, ne? Und auch das Runenwort Geist kann man jetzt auch zum Beispiel auf Bögen knallen. Na, und ihr wisst, was das bedeutet. Das heißt auch, die Söldnerin aus dem ersten Kapitel, die kann jetzt auch Geist tragen. Das Runenwort. So wie unser Emilio, na, muss man auch sagen. Ist natürlich alles super fancy. Auch die Söldner im dritten Kapitel zum Beispiel, ne? Die casten auch häufiger, casten auch anderes Zeug. Dann hat man, ich glaube, da eine macht auch Verzauberung, ne? Das, was die Zauberin auch kann, ne? Waffe verzaubern. Und zwar nicht nur die Waffe vom Spielercharakter, sondern auch von allen Charakteren, befreundeten Charakteren, ne? Das ist ja auch so etwas, ne? Das finde ich so cool, dass sie das machen. Die sollten auch öfter damit experimentieren, meiner Meinung nach. Das belebt das Spiel, ne? Man darf aber natürlich nicht vergessen, es darf nicht zu easy werden für dich. Es sollte schon irgendwo herausfordernd sein. Ich meine, es ist immer noch Diablo 2. Man darf es nicht zu easy, zu stark machen, dass einfach jeder Skill dann langweilig wird, ne? Denn es gibt ja... Es gibt ja diese Fun-Skills, ne? Fun-Builds. Upp, machen wir schön eine Bombe werfen. Es gibt ja diese Fun-Builds, wie man sagt, also die einfach nur Spaß machen, weil sie, ne, so vom Spielgefühl her macht es einfach Spaß. Und dann gibt es einfach diese Ultra-Meta-Skills mit den Items, wo man einfach übel Schaden macht, ne? Und das soll auch so bleiben, ne? Und nicht einfach alles mega übel gut machen. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir natürlich nicht. Komm, brauchen wir nicht. Nein, nein, nein. Wir leben hier auf gefährlichem Fuß, ne? Muss man sagen. Kommen wir mal hier weiter. Was meine ich damit? Wir sind immer noch hier super, super niedrig mit unseren Widerständen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Beispiel das Ding hier, ne, würde hier plus 10 machen, ne, sieht die Geschichte doch anders aus. Dann gehen wir zum Beispiel auf... Das ist ja sowieso einfach geil, ne? Das bringt auch sogar mehr Schaden, ne? Wenn wir jetzt mal hier schauen. Seht euch das mal rein, hier oben. 2390, 2200. Sind fast 200 Schaden mehr. Zwar kein Widerstand und so weiter, aber eben Schaden mehr. Und dann, was hat man dann noch? Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Hier zum Beispiel alle Widerstände 10. Bewegungsgeschwindigkeit verlieren wir hier natürlich, den Magic Find, aber wir bekommen hier Widerstand 10 und dann gehen wir nochmal hier rüber, schnappen uns, mal nehmen wir mal das Ding hier, so, und schauen mal, bam, Feuerwiderstand plötzlich 82, ne, so, sind wir natürlich nicht so geil, denn da fehlen noch ein paar Sachen, Ringe, ne, Ringe, müssen wir mal gucken, alle Widerstände 7 habe ich hier zum Beispiel, was haben wir denn noch? Blitz, Feuer, Widerstand. Brauchen wir nicht. Zum Beispiel Kälte, Gift. Blitz hier. Wir können eigentlich auch das nehmen, ne? Plus 7. Und dann können wir jetzt hier einfach mit diesen großen Dingern auch noch auffüllen. Brauchen noch Handschuhe und dann hätten wir irgendwie irgendwas Vernünftiges, meiner Meinung nach. Ich habe es jetzt einfach nicht im Kopf, ne? Irgendeine Kombination müsste ja passen. Blitz, Feuerwiderstand hier. Oder. So. Jetzt habe ich einfach übertrieben. Eigentlich wollte ich das nur kurz zeigen, ne? So, ihr wisst, was ich meine. Wir lassen das erstmal so. Das muss ich mal off-cam mal probieren, gucken. Ne? Nicht, dass wir zu viel Zeit verlieren. Wir machen jetzt so weiter. So. Weiter geht es.
immun gegen Blitze, ne? Natürlich da immer schön Abstand halten. Aber das Gute ist, wenn wir jetzt was finden würden, ne? Magic Find ist da. So, einmal Chukonu. Ah, das ist eine Armbrust. Ist jetzt nicht etwas, was wir brauchen. Aber auch cool. Einfach mal haben, gucken wir mal. 31, 137, feuert explodierende Pfeile oder Bolzen ab. Ist eine schöne Sache, durchbohrender Angriff. Angriffswert, jojo. Jojo, brauchen wir nicht, aber jojo. Sehr gut. Läuft doch wunderbar. Ihr seht es aber auch hier zum Beispiel, sie ist auch immun gegen Blitze und Kälte. Ne? Da hilft nichts. Ne? Da müssen wir einfach, ne, schön mal mit dem Todeswächter ran, wenn wir natürlich sehen, dass wir da Leichen haben. Ansonsten muss einfach Emilio und die Schattenstella ran. Alles andere wird nicht funktionieren. Und ich habe mir auf zum Beispiel E, ne, der Taste E, einfach das Ding hier gelegt, ne, das Schocknetz, ne? Einfach mal rüberschmeißen. Hier! Hier! Ja. Es ist eigentlich, macht es überhaupt keinen Schaden. Also, es macht Spaß, das Zeug zu schmeißen. So wie auf Q, aber die Granaten schmeißen. Oh, sehr geil. Mana-Erneuerung nehmen wir nicht. Und sind wir da? Feld der Steine? Nee, da wollen wir nicht. So. Wunderbärchen. Also, weiter geht's. Ich glaube, ich suche noch irgendwas. Irgendwas war. Irgendwas habe ich mir merken wollen, aber ich habe es mir nicht gemerkt am Ende. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was war. Ich weiß, ich wollte irgendwas, ich glaube, craften. Irgendwas. Aber jetzt habe ich es vergessen. Das werden wir sicher nachholen. Auch hier, immun gegen Blitze, ne? Jetzt mal schön aufpassen. Ein Templermantel. Ah, ja, genau. Ihr habt ja nicht gesehen, was hier Emilio trägt. Emilio trägt hier Klopper-Käfig. Und zwar wegen 25% vernichtender Schlag, ne? Gegen Bosse. Geiles Ding. Ah, und das hier, ne? Dämmertief. Plus 15 Widerstände. Das hat der Emilio. Plus 8 Schaden. Und Emilio müsste ja theoretisch auch eine bessere Waffe bekommen, by the way, ne? Das ist auch etwas. Natürlich mit dem Runenwort Geist, aber eine bessere Qualität. Auch das müssen wir machen. So, sehr gut. Und ich würde mal sagen, ne, ich werde mich ein paar Mal wiederholen. Einfach ist mir gerade wieder eingefallen. Ihr seht zum Beispiel, ne, ich bin jetzt gerade auf diese Monstergruppe gelaufen und habe was gecastet und die haben mich nicht sofort angegriffen, beziehungsweise haben so erstmal komisch geguckt. Das ist der Schattenmantel. Ne? Ihr seht es, hier habe ich auf F5 zum Beispiel. Das ist ein Skill hier unter Schattendisziplinen. Hier, Schattenmantel. Da haben wir nur einen Punkt, weil das reicht. Reicht eigentlich aus, ne, für das, was es bringt. Mehr Punkte ist immer besser, ne? Theoretisch hier 4 Punkte, die wir haben. Und Gedankenschlag. Also mit dem Schattenmantel verwirrt man die Gegner sozusagen und die greifen einen nicht direkt an. So, jetzt kann ich das nochmal machen, ne? Schattenmantel, ne, da seht ihr die Wolke.
Ja, und die sind dann langsamer, beziehungsweise auch so verwirrt, greifen dann auch nicht sofort alle an. Ne? Auch hier was Gutes, nicht nur für mich, sondern eben auch für Emilio. Ne? Weil die wandert dann einfach umher, die sieht sozusagen uns gar nicht. Also die sieht den Emilio nicht, die sieht mich nicht. Und das erhöht uns unsere Überlebensfähigkeit auch nochmal. Unscheinbar, aber mega, mega effektiv. Und natürlich die Schattenstella, das muss man auch sagen, die castet ja auch mit. Und wie ich das jetzt herausgefunden habe, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mir das mal durchgelesen und zwar ist die Schattenstella, wenn sie castet, dann, und mal so gesagt, wenn sie Fallen castet, dann verschwendet sie einen Slot von mir. Heißt, dass wenn ich 5 Fallen caste und sie dann 2 Fallen castet, dann sind 3 Fallen von mir und 3 Fallen von ihr, Fallen von mir, 2 Fallen von ihr. Aber das Problem ist, sie castet nicht in der Levelstufe wie ich, sondern irgendwie in ihrer Levelstufe. Und das ist natürlich super, super doof. Na, das heißt, ihre Fallen sind immer schwächer als meine. Und sie nimmt mir den Slot weg. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ne? Ich suche irgendwo den Friedhof und ich finde den nicht. Kann doch nicht sein. Bin ich da einfach vorbeigelatscht? Doch, ich bin vorbeigelatscht. Oh mein Gott! Das sagt schon alles, ne? Wir sind gerade im ersten Kapitel. Eieiei, ne? Von wegen hier, keiner greift mich an und so weiter. Scheiße. Das war gerade brenzlig. Naja, nicht so viel vielleicht für euch, aber für mich gerade. Schwitze jetzt schon. Und vor allem, wenn ich da auch so verlangsamt bin. Das merkt man. Okay. Hier geht's weiter. Und vor allem dauert das ewig. Das Defrosten. Gut. Also machen wir die auch noch schnell rund. Wessen Werk liegt hier begraben? Immun gegen Blitze, ne? Oh je. Welcher Hund liegt hier begraben? Auch hier immun gegen Blitze, ne? Und eigentlich müsste ich das jetzt überspringen. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Weil jetzt kann ich ja nichts machen, ne? Ich kann jetzt einfach blöd hier rumcasten, that's it. Ne? Nur konvertieren und abwarten, dass die sich gegenseitig umbringen. Ja, das ist super, super doof. Und wir können... Ist sie auch vielleicht immun? Nee. So. Wo ist sie denn? Da, ne? So. Emilio stirbt. Ist sie jetzt gestorben? Nee, ich sehe sie gar nicht mehr. Emilio! Leute, was ist hier los? Wo ist sie? Ist alles blau. Ich sehe nichts.
Blutrabe. Da unten ist der Blutrabe. So, jetzt mach doch mal den Blutraben hier fertig. So, da haben wir es, ne? Gut. Templermantel. Schauen wir uns den Schaller an und den Zauber auch. So, Zauber. Max Schaden, Angriffswert brauchen wir nicht. Hier. Leben, bla bla bla, brauchen wir auch nicht. Also gut, wir haben es auf jeden Fall mal geschafft, ne? Wir haben sie umgebracht, obwohl sie immun war. Jetzt gehen wir mal schnell hoch. So. Genau, das wollte ich finden. Ein Wegpunkt. Wir gehen wieder zurück. Zack. Kara. Kannst du haben, Kara hier. Das Ding kannst du auch haben. Eine Ralrune. Komm, kannst du auch haben. Ganz ehrlich, brauche ich nicht mehr. Kashia, super toll, alles klar, wunderbar. Erste Folge vorbei, ne? Das war der Start. Wir machen weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.